Hast du Vorbilder? Also ich meine weltliche Vorbilder. Jetzt, dass Jesus natürlich ein großes Vorbild ist, ist gar keine Frage. Das sollte ja auch für jeden Christen nun mal so sein. Aber ich meine so weltliche Vorbilder, vielleicht auch aus der Stadt oder wo du sagst, das, was diese Menschen machen, das finde ich gut. Vielleicht nehme ich das als Vorbild oder lass mich davon inspirieren. Rocky Balboa. Also immer kämpferisch. Ja. Also. Nee, weißt du, ich habe meine Hand an ein Rasenmäher dran gesetzt und ich habe zu tun, dass ich genau das Ding hat, nämlich Power, Ja. weißt du, dass ich nicht noch die Margeriten abmähe und in die Rosen reinfahre. So, ich bin konzentriert auf das Ding. Ich habe ein Vorbild, ich habe ein Zugpferd und dort bin ich hinterher. So, Jesus reicht. Jesus ist das volle, full expand. Okay, so dann dein Rasenmäher, dein Zugpferd führt dich nach Afrika. Wie kommt das? Oh, haben es die Winde verläutet? Ja. Für mich nach Afrika. Ja, es gehört meinem Vater. Also auch mir. Ich Ja. setze meinen Fuß darauf und wir werden eine Abrissfirma gründen und ein Ende machen mit dem imperialistischen Tun dort. Ne? Wir werden ein Ende machen mit und notfalls auch Füße abhacken. Füße der Kolonisation zum Beispiel. Weißt, wie meinst du das? Weil hast du das schon, gibt es einen Plan, wie du vorgehen wirst, wie ihr vorgehen werdet? Oder ist der Plan zunächst erstmal dahin zu kommen? Plan ist, das Land zu befreien. Ja. Von denen, die das Land befreien wollen. Ja, ich verstehe. In ihrer Weise. Von denen, die das Land prostituieren wollen. So wie sie das mit allen Nationen gemacht haben. Durch Geld. Ne? Wie versuchst du das? Also, du wirst ja nicht hingehen und zur Waffe greifen, sondern deine Waffe wird ja wahrscheinlich einfach das sein, was du auch hier in Kiel tust, nämlich letztendlich diese Art von Predigen, den Leuten davon etwas abgeben, die Leute auf den Ja, richtigen Weg bringen. der Geist und das Wort, ne? Wenn der Geist und das Wort zusammenkommen, da sind kreative Power und es kann alles verändern. Father, we pray, O Lord, our God, before your
So first, thank you very much again for this opportunity. It was amazing. In English or in German? What do you prefer? In English. Okay, all right. So first thing I found it very interesting, a Christian of difference. Well, what does it mean? Be a Christian of difference. It is not a matter of taking your bath on Sunday, ironing your nice clothes, taking your Bible and walk to the church room, that shows that you are a Christian. Yeah, a Christian of difference simply means that we've got to let our behavior, our character, shows that we are a different person. Mm-hmm. The world was overshadowed with sin. Yes. The world was living in darkness. That's what Jesus Christ came. That was what God sent his son, to take us out of darkness into light. And anyone who confesses Jesus Christ as his savior becomes a Christian. So Paul said, you should learn from him as he learned from Christ. So Christ was a person of difference. So a Christian of difference means, how I understand it, it means to be a Christian means to be different. Yeah. It means to be different from not, the world. Not living in sin and not living in darkness, sin, yes, and doing right. What is right. Yes. That's why I said, the Bible said, not all those who said, Lord, Lord, do the will of God. Yes. A Christian of difference should do the will of God. Yes. A Christian of difference should be somebody special. As it seems, the women and children, is it split confidential? Yes. Right? Yeah, because we in Africa, the men have to sit one side because they are all men, and women have to sit one side because there are something in women which is not good in Christian for a man to see. Yes. But a man, when a woman is sitting behind a woman and he saw something which is not good, then we can tell her, oh, sister, do cover yourself well because you are exposed. But when they are sitting together and the man see it, the woman nakedness, then the man will be laughing at the woman. Mm-hmm. So we thought why that is better. The men sit one side, the woman sit one side. Yeah, it's perhaps more intimate. Yeah. For male and for female. Yeah. Yes. Yeah. When we are talking about God, we are talking about the Father, we are talking about the Lord. Yeah. And so my question is God male or is he female? God is not a female or male. Yes, this is what that, I think that too. Makes yes. him, that makes him special. Yes.
That makes him different from. But why are we saying Lord and Father? Yeah, I mean, these are very specific male. His Father from us. Yes. Because in the beginning, when he finished creation and he wanted to create human being, he said, let us create a man in our likeness, in our image and our likeness, which means the way we are going to create the same thing. That's why the first person he created was a man. You are saying that the man is more like God more, at the end. Like, yes. Yeah. Okay. All right. Okay. Yeah. Hallelujah! Amen. Praise the Lord, Yahweh! I just want to testify, this testimony is very fresh, comes from this morning. And I just want to give glory to the Lord because He has protected me to eat some rotten bread, you know? Amen. We are not supposed to eat rotten bread because my neighbor, he invited me at the breakfast, but he said, but bring some bread, I don't have enough bread. And when I was there, he said, let me eat first my old bread. So he ate his bread and I saw there was something, schimmel on it. And I warned him, I said, don't eat that bread, there's schimmel. But you know, in the morning, his eyes was not really good in the morning. And he still put butter on the bread and he ate his bread and I couldn't stop him. And you know, this reminded me on the Israelites in the desert, when Moses said, don't gather too much of this manna. And on the Shabbat day, they were gathering too much. And then it was rotten in the morning. And sometimes we are like this. We want to collect, we want to have something in security. And this is how God spoke to me this morning. And I ate good fresh bread. I had my own bread. So we are to trust the Lord for fresh bread. Give us our daily bread, Father. Give us our daily bread. Amen. Do you believe in evolution? What? In evolution? No, we don't evolution. No, you don't. No. Why not? Why is that not? Why do you have to believe in evolution? The Bible says that. Yes. God created everything. God created everything. Yes. And that's that a time has been appointed for man to die and die once. Once. And there is judgment after death. After death. Mm-hmm. You understand me? It is not what we know. Yes. It is not what we think. It is not what we believe. We have but what God has said. Zeit. In unserer Gesellschaft ist Zeit Geld. Und es bleibt nicht mehr viel von dieser Zeit übrig. In einer globalen Gesellschaft, in der immer mehr Menschen von noch mehr Menschen abhängig sind. Alles muss nach Plan verlaufen. Für Chaos bleibt keine Zeit. Das Leben ist kurz. Doch je länger der Zeitraum, desto wahrscheinlicher wird das Unwahrscheinliche. Und unser Universum hat in der Vergangenheit viel Zeit, das Unmögliche möglich zu machen. 13,75 Milliarden Jahre hatte es Zeit, um aus Chaos Ordnung werden zu lassen. Doch wer hat aufgeräumt? Wer war zuerst da? Das Universum oder Gott? Gott oder der Mensch? Doch eines ist sicher. Ohne die Existenz des Menschen würde sich darüber keiner Gedanken machen. Vielleicht ist es hilfreich, grundsätzlich erstmal zu verstehen, wie wir glauben, wie funktioniert diese Sache. Man glaubt ein Mensch an etwas, was ein bisschen zu recherchieren in Bezug auf Meinungsbildung. Und, ne?
Wodurch glaube ich das, was ich glaube? Auf jeden Fall hat es mit Informationen zu tun. Ja. Ich habe natürlich auch die gleichen Informationen in der Schule damals bekommen wie du. Ja, genau, eben. Okay, bei mir, ich habe schon eben die Realität Gottes auch schon als Kind erlebt. Ich wollte da jetzt eigentlich gar nicht zu weit drauf eingehen. Aber jetzt nur mal, weil die Bibel hat, wie viele Seiten hat die Bibel? Oh, der war gut. Ja. Nee, ich zähle normalerweise nicht die Seiten. Ja. Soll ich mal gucken? Mal kannst gucken, du machen. Wie viele Seiten, sag mal, diese Bibel irgendwas hat. Über 2000? Moment. Okay, vielleicht kurz auf Pause drücken. Ja, über 1000. Hier steht 250 am Ende der Offenbarung. Okay. Und hier steht 734. Ja, ungefähr 1000. Mhm. War nicht schlecht. Okay. Nee, weil ich mich frage einfach, ob man auf 1000 Seiten dann, oder lassen wir es 2000 Seiten sein, die volle Wahrheit überhaupt entfalten kann. Eine Wahrheit über eine Geschichte, die über Jahrtausende hinweg geht. Eine Wahrheit, die sich auf Milliarden von Menschen bezieht. Ja, aber hallo. Es ist alles kreisförmig, ne? Es wiederholt sich alles. Es ist ja nicht ein linearer Bericht, sondern es sind Dinge, es werden dort Prinzipien beschrieben und Gezeiten, Dinge, die sich immer wiederholen. Und so, sonst natürlich wäre das ein Buch, was ständig erweitert werden müsste. Ja, genau. Aber es ist. Und das meine ich halt zum Thema Evolution, einfach vielleicht, dass man das oder auch die Naturwissenschaft als einfach eine Erweiterung des Ganzen ansieht. Ja, okay. Wissenschaftliche Erkenntnisse können so und so gebraucht und eingesetzt werden. Leider werden sie, also die tatsächlichen Fakten und Erkenntnisse und Nachforschungen und archäologische Funde und so eben in ein gewisses weltanschauliches Gedankengebäude eingesetzt. Und so wird einfach geschlussfolgert gemäß einer gewissen Philosophie dann. Man könnte aber auch ganz anders mit diesen Errungenschaften der Wissenschaft umgehen. Mhm. Und man könnte, und das ist auch durchaus stimmig, es mit dem Schöpfungsbericht zum Beispiel in Harmonie bringen und es halt tatsächlich als Ergänzung ansehen und sehen und erleben, dass es den Schöpfungsbericht zum Beispiel und andere Dinge in der Bibel bestätigt. Gibt es die Hölle? Glaubst du daran? Ich weiß nicht, wie genau das im christlichen Glauben letztendlich verankert ist. Ja, aber hallo, die Hölle existiert. Mhm. Das ist ein reeller Ort, der allerdings nicht für Menschen geschaffen wurde. Es ist ein Ort, der kreiert wurde, weil... Aber die Menschen kommen dahin. Also es kommen Menschen da schon hin. Es kommen Menschen hin. Die Menschen, die sich so auch mit dem Bösen identifiziert haben und eben selber verfinstert sind und Finsternis in ihr Leben etabliert haben und Teil davon geworden sind, sie sind einfach nicht kompatibel für den Ort. Sie sind so entstellt im Grunde, dass sie nicht in das Licht eingehen können. Also nur weil ich ungläubig bin zum Beispiel, heißt es nicht gleich, dass ich in die Hölle komme, sondern ich muss schon letztendlich was Böses auch verrichtet haben. Langfristig doch.